Hi Leute, heute erkläre ich ein Thema, das mir öfter bei meinen Abenteuern schon aufgefallen ist, und zwar Naturschutzgebiete. In letzter Zeit traf ich vermehrt auf diese Schutzzonen und bekanntlich gibt es dort ja einige Regeln zu beachten. Aber was darf man und was darf man nicht? Ganz plump gesagt, darf man einfach nichts tun, was die Natur dort in irgendeiner Art und Weise schädigt oder stört. Natürlich ist das eine ziemlich vage Beschreibung. Hier in Deutschland lautet die offizielle Definition eines Naturschutzgebietes folgendermaßen. Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist. Erstens zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter Tier- und Pflanzenarten. Zweitens aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder drittens wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Ziemlich klar und einleuchtend, oder? Aber was bedeutet das konkret für Wanderer, Bushcrafter, Survivalists und Abenteurer wie uns? Leider variieren die Verbote und Regeln von Schutzgebiet zu Schutzgebiet, da jede Zone andere Bedürfnisse zur Erhaltung hat. Aber zumindest kann man sich an die folgenden 15 Verhaltensregeln halten und damit ist man auf jeden Fall sicher unterwegs. Regel 1. Keine Pflanzen und Pilze abreißen, pflücken, abschneiden oder ausgraben. Regel 2. Wildlebenden Tieren nicht nachstellen, sie fangen, verletzen oder töten. Dazu gehört auch, sie nicht unnötig zu stören oder ihre Eier, Larven oder Nester zu beschädigen. Regel 3. Pflanzen oder Tiere nicht ansiedeln und auch nicht aussetzen. Regel 4. Ganz einfach. Die Wege nicht verlassen, auch wenn das für uns Abenteurer manchmal ein wenig schwerfällt. Regel 5. Nicht mit Fahrzeugen unterwegs sein oder irgendeine Art von Anhänger dort abstellen. Regel 6. Reiten darf man nicht und Pferde haben dort auch nichts zu suchen. Regel 7. Hunde und Katzen an der Leine führen oder am besten einfach ganz zu Hause lassen und woanders mit ihnen spazieren gehen. Regel 8. Die Gewässer nicht befahren, darin baden oder tauchen. Regel 9. Keine Drachen oder Ballons steigen lassen und auch Modellflugzeuge oder die heute beliebten Drohnen müssen am Boden bleiben. Regel 10. Nichts Brennendes oder Glimmendes mitnehmen und keine offene Flamme anzünden. Das heißt aber auch im Klartext, bitte nicht rauchen. Regel 11. Nicht zelten oder lagern, auch wenn das für uns manchmal ein wenig schade ist. Regel 12. Keinen übermäßigen Lärm verursachen. Bleibt lieber still und genießt erholsame Ruhe. Regel 13. Keinen Müll, Abfälle oder Abwässer entsorgen. Regel 14. Nichts bauen oder errichten, also keine Shelter oder irgendwelche anderen temporären Unterschlüpfe basteln. Regel 15. Ganz wichtig, Hinweise auf den Schildern beachten, falls weitere Regelungen und Verbote in diesem Gebiet gelten. Wenn ihr all diese Verbote beachtet, dann könnt ihr euch sicher durch die Zone bewegen und die Natur dort genießen. Aber vergesst nicht, diese Regeln gelten für Naturschutzgebiete in Deutschland. Andere Länder haben wieder andere Bestimmungen, aber zum Glück decken sich unsere Verbote mit den internationalen Regelungen. Naturschutzgebiete kann man meistens an einem dieser Schilder erkennen. Wegen der Teilung Deutschlands damals gibt es bis heute kein einheitliches Zeichen und deswegen muss man sich leider all diese Schilder einprägen. Aber zum Glück sind es ja nicht viele. Vergesst nicht, dass Naturschutzgebiete sich meistens in privatem Besitz befinden. Das heißt, der Besitzer kann dort auch eigene Regeln aufstellen und euch rauswerfen, falls er euch für eine Gefahr seines Grundstücks hält. Regeln über Regeln und Verbote über Verbote. Vieles muss man beachten, wenn man in Naturschutzgebieten unterwegs ist. Aber zum Glück alles zum Zwecke der Erhaltung und der Regeneration von Fauna und Flora dort. Nur leider haben diese Schutzzonen nach Angaben der Bundesregierung bisher nicht viel gebracht. Und viele Experten sind der Meinung, dass die Anzahl und Flächen der Gebiete zu gering ist, um unsere Artenvielfalt zu schützen. Man kann nur hoffen, dass wir es trotzdem irgendwie in den Griff kriegen, unsere einzigartigen Biotope für die Zukunft und die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Hoffentlich konnte ich euch damit kurz und bündig erklären, was ein Naturschutzgebiet ist und worauf ihr alles achten müsst, wenn ihr euch darin bewegt. Also habt Spaß bei euren Abenteuern. Wir sehen uns.